Es war keine reine Sitzveranstaltung, die das Wirtschaftsforum Neuwied am Donnerstag organisierte. Hier war auch Bewegung angesagt. Ging es doch um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Hinter diesem sperrigen Begriff stecken alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern und Nehmern zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Und dazu gehören eben auch die sogenannten Mikropausen. Das sind kleine Übungseinheiten, die man im Büro ohne viel Aufwand machen kann. Die Demonstration lockerte die Infoveranstaltung gehörig auf. Wir wollen halt eben auch unseren Mitgliedern im Wirtschaftsforum die Möglichkeit ergeben, Informationen zu erhalten, was sie tun können, aber auch eine Dokumentation darüber, welche Ansprechpartner sie haben. Gesundheit ist eben mehr als die pure Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Immer mehr Betriebe setzen daher auf Gesundheitsmanagement, wie zum Beispiel die Firma Rasselstein aus Neuwied. In Person von Dr. Gerke kümmert sich dort sogar ein Betriebsarzt um das Wohlergehen der Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der nicht voll gesund ist, der ist nicht leistungsfähig, auch wenn er vielleicht noch am Arbeitsplatz da ist. Im schlimmsten Fall ist er gar nicht mal da. Das heißt, die Unternehmen sind darauf angewiesen, voll leistungsfähige Mitarbeiter, gerade in Zeiten mit erhöhtem Konkurrenzdruck. Es war keine reine Sitzveranstaltung, die das Wirtschaftsforum Neuwied am Donnerstag organisierte. Hier war auch Bewegung angesagt. Ging es doch um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Hinter diesem sperrigen Begriff stecken alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern und Nehmern zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Und dazu gehören eben auch die sogenannten Mikropausen. Das sind kleine Übungseinheiten, die man im Büro ohne viel Aufwand machen kann. Die Demonstration lockerte die Infoveranstaltung gehörig auf. Wir wollen halt eben auch unseren Mitgliedern im Wirtschaftsforum die Möglichkeit ergeben, Informationen zu erhalten, was sie tun können, aber auch eine Dokumentation darüber, welche Ansprechpartner sie haben. Gesundheit ist eben mehr als die pure Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Immer mehr Betriebe setzen daher auf Gesundheitsmanagement, wie zum Beispiel die Firma Rasselstein aus Neuwied. In Person von Dr. Gerke kümmert sich dort sogar ein Betriebsarzt um das Wohlergehen der Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der nicht voll gesund ist, der ist nicht leistungsfähig, auch wenn er vielleicht noch am Arbeitsplatz da ist. Im schlimmsten Fall ist er gar nicht mal da. Das heißt, die Unternehmen sind darauf angewiesen, voll leistungsfähige Mitarbeiter, gerade in Zeiten mit erhöhtem Konkurrenzdruck auf internationaler Ebene, zur Verfügung zu haben. Und da spielt das Gesundheitsmanagement eine ganz entscheidende Rolle, um eben hierfür die Voraussetzungen zur dauerhaften Gesunderhaltung im betrieblichen Kontext zu schaffen. Anschauungsunterricht, wie man fit im Büro bleibt, geben, sowie Informationen und Anregungen in Hülle und Fülle liefern. Der Infoabend des Wirtschaftsforums Neuwied hat seinen Auftrag erfüllt. Mit dem entsprechenden Bewusstsein gingen die Mitglieder nach Hause. Ich nehme von dem heutigen Abend mit, einmal, dass das Wirtschaftsforum mit der Themenbelegung auf dem richtigen Weg ist, dass es ein Bedarf ist, diese Informationen zu geben. Nehme aber auch für mich ganz persönlich einige Dinge mit, dann doch mal im Büro die eine oder andere Kurzpause einzulegen, um dem Körper die Gelegenheit zu geben, sich mal ein wenig entspannen zu können. Entspannen ist das richtige Gegenmittel gegen Stress, Konkurrenzdruck und Leistungsverdichtung. Firmen wie die Rasselstein AG oder das Marienhausklinikum haben gezeigt, wie man dagegen vorgeht. Weitere Unternehmen, auch aus dem Kreis Neuwied, werden nun sicherlich folgen.